mein Name ist Chris Kramer und ich begrüße euch zu einem weiteren Song meiner kleinen Penta-Harp-Reihe für die neue Penta-Mundharmonika. Ich habe heute eine Penta-Harp in D-Moll. Der Song ist auch in D-Moll und es handelt sich um den Blues-Klassiker As the Years Go Passing By. Viele Große haben den schon gespielt und die Gesangsmelodie, die ich gerade schon angespielt habe, eignet sich wunderbar, um sie auf der Penta-Harp umzusetzen. Ich habe die Gesangsmelodie als Intro genommen bei meiner Version und da war ein Ton verändert, zum Ende gleich auf dem Grundton auf. Das ist so eine kleine Mini-Bearbeitung, weil ich das jetzt eben so als schöner empfunden habe, dann ist sozusagen der Sack zu. Man merkt richtig, das ist jetzt beendet und dann geht der nächste Part des Songs, der Gesangspart, los. Hört zu, ich spiele euch die drei Parts einmal einzeln vor. Part 1 des Themas, der Melodie. Das wird komplett wiederholt. Und der dritte Part geht so. Da war der Schlusston. Ich finde das unheimlich schön so zu enden. Kann natürlich auch mit einer Oktave. Und das ist das Intro. Das könnt ihr jetzt erstmal üben. Übt das über die ganze Länge. Jetzt geht der Slow los. Das geht so minutenlang, langes Stück, weil alles so langsam ist. Und habt ihr genügend Zeit, das Thema erstmal zu üben. Viel Spaß mit dem Thema und As the Years Go Passing By.
So, das war das erste Playback zum Üben des Themas. Jetzt kommt gleich das gleiche Playback nochmal und du sollst ein wenig üben zu improvisieren, dein erstes Solo zu spielen oder zumindest zu probieren und zu gucken, sind da so kleine Licks, kleine Passagen, die jetzt aus dir herauskommen und die schon super sind oder vielleicht ganz gut und an denen man dann noch weiter feilen kann. Und als Basis beim Improvisieren gibt es zwei Skalen. Einmal die Pentatonik, deshalb heißt er auch Pentaharp, weil da die pentatonische Skala drauf ist. Oder wenn man den Kanal 2 ziehen noch mitnimmt, hat man die Blues-Skala. Und das Schöne ist bei der Pentatonik, das ist jetzt alles hintereinander dreimal, sodass man es dreimal rauf und runter spielen kann. Ich habe immer ein Bild beim Improvisieren, als wenn man einen Bach überquert und in dem Bach sind Steine. Und man muss gucken, welcher Stein hält mein Gewicht, wo rutsch ich ab und wo habe ich einen festen Stand. Und diese Töne, die ich jetzt vorgespielt habe, der Pentatonik oder der Blueskala, das sind die ganz sicheren Steine in deiner Improvisation. Wenn du dich daran hältst, kann eigentlich so gut wie nichts daneben gehen und dann einfach deinem Gefühl folgen und das Spiel. Aber bei den anderen beiden Songs habe ich es ja auch gemacht, dass ich dir einige Riffs, die es in mein finales Solo geschafft haben, auch vorgespielt habe. Und jetzt habe ich auch vier Riffs für dich vorbereitet. Der Start des ersten Durchgangs meines Solos hört sich so an. Sind exakt die ersten fünf Töne der Blues-Skala. So habe ich angefangen. Zum Schluss des ersten Durchgangs der ersten Solostrophe bei mir kommt folgendes Riff auch vor. Vielleicht gefällt dir das auch. Ähnlich. Riff 3 ist am Anfang meiner zweiten Solostrophe. So fange ich dann an. Und Riff 4 spiele ich am Ende meiner zweiten Solostrophe und das hört sich so an. So, jetzt lasse ich nochmal das Playback laufen und du kannst improvisieren üben, wie du willst. Orientier dich an meinen Riffs oder lass sie außen vor und orientier dich nur an der Blues-Skala oder der pentatonischen Skala. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Slow Blues As the Years Go Passing By.
Das war das zweite Playback von As the Years Go Passing By. Ich empfehle euch dringend, hört auch meine Version, also die endgültige finale Version. Wir haben uns da auch etwas mehr Mühe gegeben und wollten nicht einfach nur so ein stumpfes Play-Along machen, wo einfach nur einmal die Akkorde runtergeschrubbelt sind, sondern wir haben es etwas mehr Mühe gegeben. Danke an Max Parrott, der die Fläche am Keyboard gelegt hat, und natürlich besonders an Sean Artens, der dann noch eine wunderbare E-Gitarre gespielt hat, die dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen mehr Klasse gibt und euch hoffentlich auch so ein bisschen dazu bringt, dass ihr sagt, so, boah, damit setze ich mich gerne auseinander, weil das hört sich auch irgendwie gut an. Das berührt euch hoffentlich auch ein bisschen, und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wir uns hier auch weiter sehen, wiedersehen, auch bei den diversen anderen Sachen, die ich euch auf der Mundharmonika zeige. Ich bin der Chris Kramer. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und auf bald.